Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt da hingehe? Nicht, dass das direkt triggert und wir hier fliehen. Samt dem Vieh. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. 6 Uhr frühs. Ist immer gesund, 6 Uhr frühs für einen Rachenputzer. Hier, Mr. Feldwebel. Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Ich überlege gerade, der Baron hat den ja eigentlich nur gewonnen beim Spiel. Überall nur Gesindel. Hier, Mr. Stallmeister. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bring's ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Hey, kleiner Mann. Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kaer-Morhen bringen. Na? Komm schon. Was zum... Schluss mit dem Unsinn. Gehen wir. Ich finde ihn irgendwie niedlich. Er ist hässlich, ja. Aber irgendwie hat er was an sich. Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtrösser. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysimar. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg. Tja. Die hat man locker weggemacht. Na, ein Traum. Komm mal wieder zu diesem krummnasigen Arschloch. Und
Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglern einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglern fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Keine Artigkeiten erforderlich? Wunderbar. Aber denkt dran, ich bin nicht euer Soldat, Lakai oder Hund. Also gebt mir keine Befehle. Soll ich lieber meinen Wachen Befehle geben? Sieh dich um. Mein Fingerzeig genügt. Geralt. Nun berichte. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir 3 solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht auch. Ich kenne meine Vasallen. ...der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Naja. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde, und das... Wafail Elaine Ketmilfoli. Gledif Dorn et Tneid Bundro Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Das war keine Bitte, sondern ein Befehl, Geralt. Und ich rate dir, widersetz dich mir nicht. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin? Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan.
Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Im Gegensatz zu gewissen anderen. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Nein, eigentlich nicht. Wir können uns später streiten. An einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja. Das Phylacterium. Also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche. Zur Hexerfestung Kaer Morhen. Ja, endlich sind wir mal in Kaer Morhen. Eine Woche später. Ganz ruhig, Plötze. Schon gut. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Da war aber jemand nachlässig. Ja. An, wen der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte Yennefer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Ach, das? Ich hab Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Reichlich Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen Sie keinen Sinn darin? Nein. Yennefer hat wichtigere Aufgaben für Sie gefunden. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert, ohne das Kleinste schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Schade, das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Aha, jetzt verstehe ich. Entweder ist es das, oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Ach so, deswegen hat er das aus dem Fenster geschmissen. Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen, nicht was sie vorhat, obwohl wir gefragt haben. Sie hat was vor. Schön, dass dir das auffällt. Und? Wo sind denn alle?
Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Jen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Jawohl. Und damit danke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind endlich in Kaer-Morhen. Oder mal wieder, oder? Das erste Mal, dass ich überhaupt in Kaer-Morhen bin und man sich halt wirklich frei bewegen kann. Konnte man ja früher nie. Man war hier schon öfter mal. Einmal. Also, und am Anfang halt. Aber, okay. Ich sage erstmal ciao.